wurde letztens gefragt, ob ich es nicht diskriminierend finde, dass ich keine Männermodels auf ihrem Weg in die Modelwelt begleite, sondern eben nur weibliche Models, weil unser Modelkurs richtet sich an die weibliche Modelindustrie. Nein, es ist nicht diskriminierend. Ich kenne mich in der Model-Männer-Industrie nicht gut genug aus. Natürlich unterhalte ich mich zwischendurch auch mal mit Männermodels und ich bekomme dann auch einige Dinge gesagt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Gagen anders sind. Ich weiß auch, dass die Bereiche anders sind. Aber ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus. Was soll ich Leuten was beibringen, was ich selbst nicht beherrsche? Ich habe noch nie als Männermodel gearbeitet und es ist nicht meine Expertise. Deshalb, liebe Männer da draußen, es gibt bestimmt irgendein männliches Männermodel, was euch deutlich besser über die Industrie aufklären kann. Ich bin es nicht und deshalb begleite ich auch keine Männermodels auf ihrem Weg in die Modelwelt.